Die erste Stadt der Elfen aus Holz und Wurzel stand, wo träumend Kräfte kreuzen im lebensreichen Land. Was träumt, vergisst die Zeiten, die Fäulnis rastet nicht und in der Finsternis verborgen Rattenzahn die Wurzeln bricht. Simjala ist vergangen, vergiftet siecht die Stadt, des Basilisken Odem das Land verdorben hat. Im Spiegel ist gefangen der Bestie blinde Brut, doch niemals ruht, was namenlos, und ewig glüht die goldene Glut. Die Letzten halten Wache, die Jahre ungezählt, die Augen immer wachsam, die Krallen stets gestillt. Und sollten sie einst fallen, so fällt der letzte Bann, und nur das Lied der Lieder ewig führt zur Rettung fremde Herren. Wir haben uns heute versammelt, um, wie es in der Vorbesprechung hieß, Goblins zu töten. Aber wir werden sehen, worauf das hinausläuft. Wir spielen die Simjala-Kampagne weiter mit der vertrauten Besetzung, die sich unten digital eingefunden hat. Das sind die Iris, die... Wir sagen inzwischen offen, dass es eine Fexgeweihte ist, richtig? Die eine Fexgeweihte spielt. Die normalerweise auf welchen Namen hört? Ja, Fuchsfell. Und die gerade was macht? Mit meinen Reisegefährten in einem Boronkloster herumstöbern. Mhm. Und dabei auf Leichen und seltsame Dinge stoßen. Daneben doppelt angeordnet, weil Mitglieder desselben Haushaltes, Julia und Max, die unsere beiden Hallo. Nichtmenschen spielen. Hallo! Hallo! Wer seid ihr denn? Ein Brilliant-Zwerg namens Amaldo. Und eine Au-Elfe namens Fianon. Ja. Und dann ganz außen ist der Alexander. Und der spielt unseren ausgebildeten Magus. Richtig, genau. Janda Silberhaar mein Name und bin ein Elfenforscher auf Reisen jetzt hier in den weiten Steppen. Ja, bin gespannt, was in dem von den Goblins überfallenen Kloster noch für Geheimnisse für uns da sind. Ja, eure Reise auf der Suche nach Hinweisen und Spuren der verlorenen Stadt Simjala ist ein wenig, sag ich mal, von einem geraden Pfad abgewichen und ihr seid inzwischen doch einige Kurven durch Aventurien gelaufen, geflogen und getrabt. Und mittlerweile seid ihr in der gelben Sichel angekommen, also doch schon recht weit nördlich gelegen dafür, dass wir zwischendurch in Punin waren. Und ihr folgt dort den Hinweisen auf einen sogenannten Thron der Winde, von dem aus ein legendärer Lichtelf oder Hochelf Dagal der Weise in die Welt hinausgesungen haben soll. Das hat damit zu tun, dass die Stadt Simjala, um die es geht in der Kampagne, offensichtlich in irgendeiner Weise einen Schlüssel hat, um zu ihr zu finden oder den Zugang zu ihr zu finden, der aus Musik besteht. Und das Ganze ist irgendwie auch verknüpft mit einer magischen Harfe der Winde. Und aktuell ist euer letzter Hinweis, dem ihr in der Richtung folgt, eben der Thron der Winde, der sich in der gelben Sichel befinden soll. Und als ihr dorthin gereist seid, mit etwas Unterstützung von Steppenelfen, kam euch ein junger Boronowiz entgegen namens Wasjew, der berichtet hat, dass ein Kloster überfallen worden ist, unter anderem von Goblins, und dass dort schlimme Dinge vor sich gehen, woraufhin ihr gesagt habt, schlimme Dinge, da müssen wir hin. Uien. Und ihm gefolgt seid. Und ihr habt das dort abgelegene Kloster ein wenig durchsucht, seid etwas herumgeklettert, habt festgestellt, dass es offensichtlich kein Lebenszeichen aktuell gibt, bis dann die Waldelfe Fionon Geräusche aus einem kleinen Wohngebäude gehört hat, flink aufs Dach geklettert ist, als dann ein Goblin leise schnaubend und vor sich hinschimpfend herauskam. Und genau an der Stelle haben wir das letzte Mal die Zeit eingefroren, angehalten und gesagt, wir spielen das nächste Mal weiter. Das hier ist das nächste Mal. Tempostasis. Ja, die Tempostasis wird aufgehoben, die Zeit läuft weiter. Und jetzt ist die Frage, was macht ihr? Die Bogenspann. Das klingt nach einer super Idee. Das klingt nach Initiative und nach, ich würde gerne diesen Goblin in den Rücken schießen, bevor der meine Kumpanen da hinten sieht.
Ja. Mhm. Sehen wir denn eigentlich, dass Fëanor das macht? Das ist eine gute Frage. Wie aufmerksam seid ihr denn? Wir da unten noch so. Also ihr habt euch hier unten damit beschäftigt, dass da ein erschlagener Boron-Geweihter liegt. Also seine sterblichen Überreste, seine Seele ist ja wohl hoffentlich zu seinem Herrn eingegangen. Ich denke, das hängt ja maßgeblich davon ab, wie gut unsere Lauscherchen funktioniert haben, weil der Goblin ist ja da durch eine Tür gekommen. Korrekt. Vielleicht könnten wir das mit einer Sinnesschärfeprobe eruieren, ob wir da die Tür gehört haben. Ich halte das für einen hervorragenden Vorschlag, den ich ohnehin auch gemacht hätte, in dem Sinne. Total konstruktiv, oder? Ja, absolut. Wie sieht es denn aus mit eurer Wahrnehmung? Genau. Ach ja, Wahrnehmung, bitte. Entschuldigung. Also wenn du es nicht nochmal ein wenig erleichterst, wäre es gescheitert bei mir. Achso, ich würfel gerne für euch. Achso, sorry, ja, genau. Dreidimensionale Würfel. Auf die 10 bei mir. Auf die 10. Es ist erleichtert, weil er hat ja tatsächlich geschimpft und eine Tür geschmissen. Alles klar. Erleichtert. Mit einer 3 überhaupt kein Problem. Cool. Wir können eben auch noch für Livia würfeln. Ja. Auch eine 3. Yay, auch wenn der Würfel da komisch stecken geblieben ist. Dann hätte ich jetzt eigentlich gesagt, dass wir schon aufmerksam sind und wissen, was jetzt da in unserem Rücken passiert. Und denke mal, wir sehen den Goblin, oder Mairi? Ja, das heißt, also ich schätze mal, Jan der Silberhaar liegt so um die Ecke. Ja, tut er. Und dann sehen wir sicherlich oben... Entschuldigung. Und dann sehen wir sicherlich auch oben schon... wie eine andere Gefährtin aus unserer Gruppe ihren Bogen spannt, oder? Das ist schwer zu übersehen, wenn man in die Richtung schaut, das stimmt. Also ihr schaut rüber und seht dann auf dem simplen, flachen Dach der Anlage tatsächlich Fëanor, die leicht in der Hocke gegangen, ihren Bogen spannt. Dann würde ich zu einem Zauber ausholen. Mhm. Leg auch einen Pfeil auf. Wenn ich gleich dran bin, also dann gib mir das Signal. Mhm. Wie sieht es denn aus mit eurer Initiative? 10. 10. Nochmal die Initiative. Ich vergesse es jedes Mal. Die leitet 7. sich von der Bewegung ab. 10, 10, 7? Faszinierend, dass der Zwerg und die Elfe die gleiche Reaktionsgeschwindigkeit haben. Wie konnte das passieren? Naja, klein und wieselig und Elfe. Ja. Passt doch. Zwerge sind halt gefährlich im Sprint. Zwerg, ne? Du bist ein wendiger Zwerg. Du bist ja auch ein ja. Wollen wir dann davon ausgehen, dass Fëanor und ihr zwergischer Freund als Erster agieren. Genau. Dann ja, dann macht mal das Entree. Dann habe ich hier meinen Langbogen. Wenn du da für mich würfeln... eine Frage dazu. Die Schicksalspunkte, refreshen die sich heute? Oder war das, die wir letztes Mal bekommen haben, waren das quasi unsere Schicksalspunkte für jetzt das ganze Abenteuer? Wie funktioniert das? Pro Sitzung. Da wir eine neue Sitzung haben, habt ihr wieder frische Schicksalspunkte. Tag für einen Freund. Da sensationell. Habt ihr aber Glück gehabt. Hex ist mit uns. Genau. Dann habe ich hier Attacke, Moment. Attacke Langbogen 11. Das ist eine 18. Da klemmt sie neben dem Goblin. Mist. Schade. Willst du den Schicksalspunkt nicht einsetzen, okay? Na, ich warte da jetzt mal noch ab. Also ich glaube, das kann ich verkraften, dass ich den nicht getroffen habe. Meine Kumpanen sind ja auch noch da. Der Pfeil tunk, prallt ab, fliegt mit einem Schwirr in... dann sich um sich selbst drehend davon. Und der Goblin und dreht sich dann langsam hoch und schaut dich an. Offener Mund, einer von seinen Hauern steht etwas schief. Ich hole schon direkt aus mit dem nächsten Pfeil, damit ich bereit bin. Aber ja, es war ein bisschen schwierig, hier aufs Dach zu klettern und sich dann direkt bereit zu machen, denn so schnell. Max! Ja, ich würde gern 10 Schlitter bewegen, bitte. In Richtung des Goblins. Da bist du direkt vor dem Goblin. Direkt vor dem Goblin. Dann würde ich ihn angreifen. Mit das wäre von der Waffe Säbel. Ja. Das wäre... Die Miniaturen in dem Programm, das wir hier zur Visualisierung benutzen, sind nur Stellvertreter. Das ist der fancyste Zwerg, den ich finden konnte. Der entspricht natürlich nicht amaldos wirklichem
Bekleidungsgeschmack und seine Eleganz, aber leider. Besser geht's leider nicht. Also, welchen Wert hast du mit dem Säbel? 10 mit meiner aktuellen Waffe. Eine 8. Oh, ja, wunderbar. Getroffen. Gut. Schaden? Schaden ist, ich glaube, 1W6 plus irgendwas. Was hast denn du? So ein Rapier oder? Ein Säbel aktuell. Säbel 3, glaube ich, ne? Würde ich mal tippen. Das klingt richtig. Das wären dann tatsächlich, weil ich eine 6 für dich gewürfelt habe, Maximalschaden. Also tatsächlich 9 Schaden. Amaldo stürmt vor und mit einem schnellen und entschlossenen Hieb und einem Haha verpasst er dem Goblin eine tief blutende Wunde. Der trägt nur Pelze und Leder als Rüstung und dazwischen einzelne offensichtlich zusammengesuchte Teile von Kettenhemd, die da liebevoll mit Sehne draufgestickt sind, aber keinen großen Schutz bieten. Hinter ihm hörst du jemanden wütend aufkreischen, während er eher etwas fassungslos auf die Wunde schaut. War gerade abgelenkt, weil er auf mich hochgeguckt hat. Ja. Perfektes Teamwork. Und hinter ihm erscheint ein weiterer Goblin in der Tür mit einem Kurzbogen, den er mit einer Miene von ausgesprochener Konzentration auf dem Gesicht spannt. Und er ist aber erst nach Yanda dran. Darf ich? Dann Fulminictus Donnerkeil. Triff und töte wie ein Pfeil. Ich nehme an, dafür wirst du ein bisschen näher ran. Damit. Also 7 Schritt hat er ja. Der hat ja sogar 21, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube, das würde sogar reichen. Na gut. So gefühlsmäßig doch. Dann behalten wir dich hier an der Mauerkante. Ja. Und du darfst einmal für mich auf die 14 würfeln. Bitte. 10. Ja! Ja, das ist gelungen. Geilo. Warte mal, dann will ich ihm 2W6, würde ich sagen, sind das jetzt hier bei uns. Moment. 2W6. Ja. Das können wir gleichzeitig werfen. Schrabonk. Und? 8. 8. Super. Der Goblin. Schön. Fängt ihm an, Blut aus den Augen zu laufen und aus den Ohren, sich mit seinem Fell zu vermischen, und dann kippt er langsam nach hinten über. Der andere hingegen ruft jetzt irgendetwas. Keiner von euch kann Goblinisch, nehme ich an. Wahrscheinlich nicht, nee. Nee, leider nicht. Nötig. Du Spagnikalisch! Und schießt auf Amaldo, der vor ihm steht. Nein! Darf ich ausweichen? Wenn du die Fähigkeit dafür hast? Ja. Dann musst du deinen Geschicklichkeitswert durch 2 nutzen und bewegst dich dabei einen Schritt. Verlierst aber eine Aktion für die folgende Kampfrunde, habe ich mir notiert. Ja, würde ich machen. Das heißt, Geschicklichkeit durch 2 würde auch tatsächlich ansonsten treffen? Es wäre eine 5 bei dir. Ja. Eine 2. Amaldo macht einen eleganten Schritt zur Seite und eine halbe Pirouette und landet hinter dem Felsvorsprung. Der Pfeil zischt an ihm vorbei, streift kurz Yandas Hut und dann an Livia vorbei. Livia, die jetzt auch tatsächlich dran ist, ein goblinischer Pfeil fliegt an dir vorbei und macht hinter dir klackernde Geräusche, als er auf dem Boden aufprallt. Ja. Das ist ja klar, der schießt ja wie ein Goblin. Das ich überhaupt nicht besser hin. Genau. Dann sage ich mal, Pfeil, schieße ich dich mal ab. Das heißt, du stellst eine Sichtlinie her, machst so einen Schritt beiseite und schießt auf den Goblin. Welchen Wert haben wir denn da? 10. 12. Das wäre ja, war ja so klar. Knapp. Ach, daneben. Du schießt knapp an dem Goblin vorbei. Ja. Mit zugekniffenen Augen aus dem Dunkeln nach draußen, spät, klickisch, move! Und dann ein lauten grunzenden, grellen Schrei von sich gibt. Und der von weiter oben beantwortet wird aus der Burg. Oh je. Nicht gut. okay.
Wir fangen wieder an mit Fianon. Du stehst auf dem Dach. Den Goblin, der hier halb im Gebäude steht, den kannst du nicht sehen von da oben aus. Aus offensichtlichen Gründen, die mit drei Dimensionen und der Undurchsichtigkeit von Basalt zu tun haben. Kann ich von hier den oberen Teil des Klosters sehen, wo gerade der Ruf herkam? Tatsächlich ja. Also da ist immer noch eine Mauer, ne? Aber vielleicht. Da ist eine niedrige Mauer, aber ich glaube, es wird demnächst tatsächlich auch ein Sichtlinientool geben. Mhm. Also ja, okay. Ich glaube noch nicht. Nope. Ich kann es von hier schwer erkennen, also musst du entscheiden, ob man da irgendwie... Also du kannst aber sehen auf jeden Fall, dass die große Tür des Gebäudes hier oben sich mit einem langsamen und knarrend öffnet. Dann würde ich vielleicht sagen, angesichts der Tatsache, dass Yanda und Amaldo gerade diesen Goblin hier so schnell ausgeschaltet haben, würde ich vielleicht tatsächlich in versuchen, die Goblins, die jetzt da oben möglicherweise noch kommen, ein bisschen abzufangen, indem ich da über diese Felsen rüberspringe und versuche, so auf diese Felsen bzw. an dieser Mauer da zu klettern, sodass ich mich da so ein bisschen hinhockeln kann und vielleicht diese Tür in den Blick nehmen kann. Also wie eine Art Hinterhalt sozusagen versuche, für die herzustellen. Okay, also hier rüberspringen und hoch. Richtig? Wenn es irgendwie geht, so dass ich noch Deckung hinter der Mauer habe, indem ich mich da irgendwo bei diesen Felsen platziere, ist aber schwer zu sehen, ob das möglich ist. Ja, sowas zum Beispiel. Genau. Das ist möglich, rein theoretisch, aber... Müsste ich vielleicht mal klettern, ne? Bei dem Satz, den du hier rüber machen musst, wenn du das schnell machen willst, würde ich eher sagen, dich athletisch betätigen. Okay, das kriege ich auf jeden Fall hin. Wäre das dann Körperbeherrschung? Mhm. Okay, da kann ich den mit einer, naja, so 10. Mit einer was? Mit einer 10. Ah. Mhm. Ja, kein Problem mit einer 3. Fianon, leichtfüßig, als würde sie sich durch ihren heimatlichen Wald bewegen, springt von Fels zu Fels und platziert sich hier halb in der Deckung. Halb in der Deckung. So, der Mauer. Halb. Und sie kann jetzt auch ausmachen, dass tatsächlich schönes weitere Plätzchen. Goblins hier oben aus der Halle herauskommen. Aha. Einige von ihnen etwas unsicher auf den Beinen. Einer von ihnen macht gerade noch seinen Hosenstall zu. Ah, okay. Haben die hier alles verwüstet. Ja, also wenn das meine Bewegung war und ich noch was eine Aktion frei habe, würde ich noch attackieren. Wenn nicht, dann warte ich bis... Das war deine Bewegung? Dann kannst du okay, jetzt tatsächlich noch... lege ich an über die Mauer hinweg und peile den erstbesten Goblin an. Das wäre wieder eine 11 zu treffen. Das ist eine 20. Da nehme ich dann jetzt doch mal einen Schicksalspunkt. Also. Ah, das muss nicht sein, hast recht. Eine 3, das ist doch viel das besser. Doch, also, so habe ich das gern. Dein Bogen macht 1W6 plus? Ich habe eine Info gefunden, die sagte 1W6 plus 8. Weiß aber nicht, ob das realistisch ist oder nicht. Das ist, glaube ich, ein DSA 5 wert. Das ist ein bisschen höher als das, mit dem wir hier üblicherweise machen. Ich würde sagen, ein Bogen ist 1W6 plus 6 oder so, ne? Ja, ich hätte gesagt 1W6 plus 4 oder 5, aber wir nehmen die 5 vielleicht. Ich weiß es nicht. Damit hast du auf jeden Fall eine 11 erreicht, triffst den vordersten Goblin, der ähnlich mit einer Mischung aus Pelzen und gehärtetem Leder und dergleichen angetan ist, wie die hier unten, der mit einem drauf reagiert und dann an dem Pfeil zerrt, während er mit der anderen Hand weiterhin seine einfach gestaltete Waffe schwingt und in deine Richtung wankt. Ich duck mich wieder ein bisschen. War das jetzt 1W6 plus 4 oder? 5. 5, okay, ich notiere mir das mal. Danke. Ja, cool. Und ich ruf mal nach unten. Da kommt Nachschub. Amaldo. Ich würde gern kurz um diese Ecke kurz so zurückgucken und dass ich nur eine Aktion habe, eine meiner Wurfmessel an diese Goblin werfen. Mhm. Dafür braucht man eine 13 zum Treffen. Eine 13? Ich würde es dir ein bisschen erschweren, weil du quasi um die Ecke lugen musst dafür. Okay. Mit einer 19 macht es das aber auch nicht mehr fett, leider. Hm.
Ja, okay. Lass es so. Der Goblin zieht selber den Kopf etwas ein. Das Messer fliegt an ihm vorbei und trifft dann mit dem Griff irgendwo weiter hinten auf etwas, was scheppernd zerbirst. Yanda. Über diese Vasen, die überall rumstehen. Mhm. Und nur darauf warten, vernichtet zu werden von Helden. Ich würde mit meiner Bewegung einmal, mit der ersten Bewegung, denke ich, komme ich in die Nähe von dem Amaldo, oder? Mhm, auf jeden Fall. Da steckt ja noch der eine Goblin in dem Türeingang, ne? Ja. Ich würde mich ehrlich gesagt nur mit Amaldo zusammen dem Türeingang nähern. Also insofern bleibe ich lieber erstmal stehen. Gut. Ja. Livia. Ja, ich kann es abnehmen. Lass mich bitte. Zweite Aktion, Entschuldigung, würde ich dir nochmal einen Fulminictus einsetzen gegen den Goblin, um jetzt keine Aktion zu verschenken. Also hab ja sonst keine. Du lugst auch um die Ecke und. Ja, genau. Genau. Und schleuder ihm wieder so einen Fulminictus entgegen. Was war es nochmal? Entschuldigung, 14. Ich weiß es nicht mehr. 14. Eine 19. Da setze ich doch schon mal einen Chip ein. Er versteckt sich hinter die Tür. 2, sehr viel besser. Ja, so wollte ich das hören. Fulminictus. Fulminictus. Manchmal muss man sich kurz im Eifer des Gefechts wieder klar machen, was genau man machen will. Nicht, dass man irgendwie in seine Matrix verhaut. Das sind 9 Trefferpunkte. Echt jetzt? Mhm. Wow, gut, super. Streich ich mir ab. Der Goblin kommt ins Wanken. Versucht seinen Bogen wieder zu spannen. Ja, aber eins seiner Augen rollt ein bisschen zur Seite und kann sich nicht mehr ganz fokussieren. Livia, was machst du? Obwohl, nein, der arme kleine Goblin ist vor dir dran. Der versucht, auf Livia zu schießen. Eigentlich ist Livia nicht langsamer als Magister Silberhaar. Ich wollte es so mal gesagt haben. Na, dann darf Livia vor dem Goblin. Das wolltest du nur mal klargestellt haben. Ja. Nicht, dass er wieder heißt, warum ist die Flexgewalte eigentlich der lahmste Krüppel hier? Also, Flexgewalte, die nicht lahm ist und auch kein ableistisches Wort verwenden würde. Was machst du? Ich glaube, ich denke mir so, ach ja, Yanda und unser Meister. Hallo? Was? Amaldo? Ja. Meintest Amaldo? Du? Nein, Yanda und Amaldo, denke ich, haben die Situation an der Stelle im Griff. Ich würde dann unsere Elfe versuchen zu unterstützen. Welchen Weg möchtest du hochnehmen? Du hast die Wahl zwischen der Treppe und an einer beliebigen Stelle den Felsen erklimmen. Ich glaube, ich nehme die Treppe, weil beim Klettern falle ich bestimmt irgendwo hin. Also mit der ersten Bewegung kommst du auf jeden Fall hier auf den Absatz und kannst dann auch die Goblins sehen, die da aus der Tür kommen. Ja, dann sehr schön, wenn ich sie sehen kann, dann kann ich sie ja auch mit einer Fernkampfwaffe versuchen zu treffen. Das ist korrekt. Säbel hebe ich mir für später auf. Dann sag mal an. 10 müsstest du hoffentlich schaffen. Das war ein sehr spannender Würfel. Entschuldigung, ihr konntet den in dem Ausschnitt nicht sehen, aber der ist sehr langsam über die Felsen runtergerollt. Es wird immer eine 12. Was hast du? Sich für eine 12 entschieden haben. Was? Das ist doch eine gute Zahl, die 12. Ja, das hilft mir nur nicht weiter. Ja. Sehr gut. Was soll's? Der Pfeil geht zwischen den Goblins durch, die etwas verwirrt wirken, ob das Geschoss ist, das zwischen ihnen hindurch pfeift und landet irgendwo weiter hinten. Macht nichts, das war nur ein Probeschuss. Das ist nichts, da wird's besser. Warnungsschuss. Ja. Der eine Goblin hier scheint aufzugeben, hört das Tong und Klappern von einem Bogen, der fallen gelassen wird, und dann ein Schkabrasch! Und dann kommt er mit einem Dolch in der Hand um die Ecke gewetzt. Das macht er nicht. Cool. ich meine, niederträchtig. Das ist eine interessante Definition von aufgeben. Er hat aufgegeben zu schießen auf die Leute, die er mehrfach sieht. Und er versucht wild auf euch und die offensichtlich mehrfachen Illusionsbilder, die ihm vor den Augen rumeiern, weil sein eines Auge in eine falsche Richtung schaut, einzustechen. Wenig erfolgreich zu eurem Glück. Sein Dolch zischt mehrfach vor und schneidet einmal durch Amaldos Ärmel. Aber das ist aller Schaden, den er anrichtet. Das ist natürlich immenser Schaden angesichts der Seite, die da verwendet wurde. Er selber gibt ein etwas enttäuschtes Zischen von sich und guckt dann mit seinen etwas ungleichen Augen hoch und
duckt sich. Die hier oben sind etwas entschlossener. Zwei rennen zügig hier auf die Mauer zu. Einer macht sozusagen den Steigbügel und hebt den anderen hoch auf die Mauer, der jetzt über Fianon hockt, aber nicht mehr schnell genug ist, um tatsächlich auch noch zuzuschlagen. Aber mit seinem sehr einfach gestalteten Kurzschwert über euch hängt. Fianon ist in Habachtstellung. Gut. Dann ein anderer stürmt auf Livia zu. Und kommt auch nur knapp bis zu ihr. Beziehungsweise er versucht sich tatsächlich erstmal hinter dem Steinbogen in Deckung zu bringen und dann seine nächste Gelegenheit zu nutzen, um näher heranzustürmen. Der letzte macht zwei Schritte nach vorne und schießt dann auf das, was er von Livia sehen kann, was ihr Oberkörper und ihr Kopf sind. Drisch! Drisch! Ja, mit einer 15 wird das leider nichts. Ja, und dein Glück, dass ich für meine Figuren echt Kacke würfle heute. Naja, es ist aber auch schwer, jemanden zu treffen, den man nur teilweise sehen kann. Das Schicksal ist definitiv und so. Nicht auf der Seite dieser Goblins. Fianon, ein Goblin steht direkt über dir. Aha. Mit seiner Waffe erhoben. Gut. In seinen Pelz sind eine ganze Reihe von Knochen, Knöchelchen, Perlen und dergleichen eingeflochten. Eine Narbe zieht sich über seine Nase. Der scheint etwas mehr Kampferfahrung zu haben, als der, den du nicht in den Rücken geschossen hast. Und er ist schick gekleidet. Angesichts der Tatsache, dass der direkt über mir steht, lasse ich mal meinen Bogen fallen und greife meine zwei Schwerter. Die Fianon so Legolas-Style mit sich trägt. Und, du musstest es sagen. Natürlich. Ja. Die Fianon vollkommen ohne Copyright-Infringement. Entschuldigung. Aufgrund ihrer eigenen Idee trägt. Ja, genau. Er hat wenigstens nichts über irgendeinen zwei sehr belegten Dunkelelfen gesagt, dessen Namen wir nicht erwähnen. Ja, besser du kannst es ja so ausblieben danach. Ja, genau. Und ich möchte gerne versuchen, den anzugreifen? Geht das so von unten oder muss ich da erst auf die Mauer hochspringen? Nein, das kannst du tatsächlich machen. Ist ein bisschen schwieriger. Okay, dann versuche ich mal von unten quasi an den Beinen zu erwischen, so was ich halt von ihm kriege und das wäre dann eine 13. Das ist tatsächlich ein Treffer. Ah, oh, cool, yay! Mit einem Satz nach oben. Ja. Zielt sie auf seine Kniescheiben. Du schneidest tatsächlich einmal sein Schienenbein hoch und streifst die Kniescheibe. Er gibt ein wütendes Fauchen von sich. Kann ich mit meiner Bewegung... Du hast Waffen getauscht. Das war quasi... Ah, okay, insgesamt würde ich das als eine Aktion zählen, eine fallen lassen, neue ziehen, bereit machen und dann jetzt angreifen. Das heißt, dein Zug wäre vorbei. Alles klar. Also irgend so eine Kleinigkeit, wie ich duck mich oder ich mache einen halben Schritt nach hinten. Na. Ja, ich glaube vielleicht, dass sie so einen kleinen halben Schritt nach hinten würde sie wahrscheinlich machen, einfach um nicht direkt unter dem zu stehen, aber das würde wahrscheinlich keinen riesen Unterschied machen. Mhm. Gut. Genau. Amaldo. Ja, dass diese Goblin direkt neben mir steht, würde ich versuchen, einen gezielten Stich zu machen. Mhm. Das bedeutet, die Attacke ist erschwert. Aber es geht durch Rüstung, kostet Ausdauer. Ich versuche das mit meiner Säbel, also normalerweise 15 zu treffen. Ich weiß nicht, von wie viel es das Schwert wird. Ich glaube um 2. Okay, dann ja, 13 zum Treffen. Ich habe eine 18 gewürfelt für dich. Ich benutze deine Schicksalspunkte. Und diesmal ist es eine 6. Aha, also das bedeutet, Rüstung wird ignoriert. Mhm. Und ja, W6 plus 3, ich glaube, haben wir gesagt. Mhm. Tja, das sind 5 Trefferpunkte, die durch die Rüstung gehen. Du machst einen halben Schritt beiseite und setzt an unter einem Arm, der gehoben ist, wo die
übliche Nische ist, wo die Rüstung nicht deckt, weil man da ein bisschen Bewegungsfreiheit hast, stichst einmal rein und erntest ein lautes, schmerzerfülltes Kreischen. Er taumelt ein paar Schritte zur Seite, aber noch steht er auf seinen breiten, pelzigen Füßen. Wie viele Ausdauerpunkte würde das kosten? Jan, das große Stunden. Das weiß ich nicht auswendig, wie viele Ausdauerpunkte es kostet. Ich sag jetzt mal. Also ich habe 40 Ausdauerpunkte. Also da steht einfach nur, kostet Ausdauer. 5 finde ich, klingt vernünftig, ja. Okay. Füllen sich ja nach einer Begegnung wieder auf. Ja. Wollen wir, damit Livia nicht traurig ist, jetzt mit Livia vor Jan da weitermachen? Also damit Iris nicht traurig ist. Livia steht über sich. Nein, ich wäre so und so auch nicht traurig. Ich habe aber doch eine zweite Aktion. Du hast eine zweite Aktion, das ist korrekt. Entschuldigung, ich wollte Amaldo nicht vorzeitig abwenden. Könnte ich meine Gegner ablenken? Das würde bedeuten, dass seine nächste Attacke um 3 erschwert wird. Mhm, das ist kannst doch du. Nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Hm. Und das kostet auch Ausdauer. Wie möchtest du das machen? Ja. Wie? Ich würde wahrscheinlich versuchen, mich so groß wie möglich, mich groß machen, so viel wie möglich. Also, keine Ahnung, meine Mantel so ein bisschen grower, so einfach halten, so, oder so, und mein Schwert so vor ihm werfen, einfach, ihn zu ablenken von der weiche Magier in die Ecke, der in die Ecke steht. Gut, du lenkst ihn von dem weichen Magier ab. Ja. Woher weißt du, dass der Magier weich ist? Was macht er? Er hat ihn angefasst. Weil er Flausch den Elfen. Ich wurde noch nie geknuddelt von Amaldo, also nur um das klarzustellen. Nicht, dass du weißt. Was in dem Jurtezelt geschah, bleibt in dem Jurtezelt. Ja. Es gibt Geheimnisse, die möchte ich nicht ergründen. Livia. Was möchtest du machen, während sich romantische Untertöne anbahnen zwischen Zwerg und Magier? Ja, irgendwie niedlich. Was würde ich machen? Der eine Goblin ist ja im Grunde zu weit weg für eine Nahkampfwaffe, ne? Weil der ja noch so... Ja, da müsstest du dich hinbewegen. Wie gesagt, der drückt sich erstmal gegen den Torbogen und wartet einen guten Moment ab. Genau, deswegen würde ich sagen, ich versuche es jetzt noch einmal mit der Fernkampfwaffe und wechsle dann auf meinen Säbel. Fernkampfwaffe auf den... Immer noch 10, ja. Fernkampfgoblin? Genau. Also, die Fernkampfgoblin. Duell der Bogenschützen. Spreuen daneben. Eine 7 reicht vermutlich. Ja, nicht daneben. Okay. Alle guten Dinge sind 3. Diesmal triffst du tatsächlich etwas seitlich in den Oberschenkel des Goblins, der daraufhin fluchend auf einem Bein hüpft, sich zur Seite dreht und seinen Bogen bereit macht. Für einen weiteren Erstaunlich. Schuss. Erstaunlich. Geschickt, so ein Goblin. Ja, die haben einen tiefen Schwerpunkt. Die sind schwer zum umzuschmeißen. Nein, dass er gleichzeitig noch den Bogen spannen kann. Also mich würde das ja sehr ablenken. Deswegen sage ich, also es scheinen schon echt erfahrene Krieger zu sein, diese Goblins. Kleine, pelzige, rothaarige Krieger. Sag ja, es ist die unterschätzte Gefahr, der Goblin. Du solltest eine Gazette darüber schreiben. Hm. Yanda. Wenn wir das hier überleben... Schreibe ich was dazu. Yanda, unser weicher Magier. So von Amaldo getauft. Der weiche Magier fuchtelt mit seinem weichen Florett mal rum und versucht, während er herumfuchtelt, irgendwie den Goblin zu treffen. Jetzt bewegt er sich wieder. Bei mir war der Magier auch kurz eingefroren, internettechnisch. So. Er fuchtelt mit seinem weichen Florett, um den weichen Goblin zu treffen. Mit dem Magier-Florett. Mhm. Auf die 6 leider nur, um es mal gleich zu sagen. Okay, far off. Ich habe das Dreifache gewürfelt. Ich glaube, das ist daneben. Reicht nicht, oder, Mairi? Nein, das reicht nicht. Nein. Ich setze einfach mal aus Spaß und Schicksalspunkt ein. Ich weiß, lohnt sich nicht, weil es nur eine 6 ist, aber ich habe ja 5 gehabt. Und insofern... Es ist besser geworden. Es ist eine 16, keine 18. Cool. Hey. Ja, dann lasse ich es dabei. Das gefällt mir gleich viel besser. Was möchtest du mit deiner zweiten Aktion machen? Zweites Mal kann ich ja nicht zuhauen. Ich kann nichts anderes machen, als jetzt warten. Mhm. Der Goblin zischt dich an und versucht,
für die versuchten Florettangriffe tatsächlich nach dir zu stechen, ist aber zugegeben stark abgelenkt von Amaldos theatralischen Säbelhieben und seinem flatternden Mantel. Aha! Und wirft sich vorwärts und dann mit verblüfftem Blick auf das ansonsten nicht ganz so geschickt geführte Magierflorett. Und fügt sich dabei selber ungeschickterweise einen leichten Stich an der Schulter zu und taumelt rückwärts. Oh Mann. Er versucht sich dann jetzt mit dem Rücken an der Wand langsam an euch vorbeizudrücken. Das denkt er nämlich nur. Ist doch nicht wahr. Dadach. Und vor euch wegzukommen. Seine Kollegen hier oben, einer springt runter und versucht im Sprung Fianon sein Schwert in empfindliche Körperteile zu rammen. Ich würde gerne ausweichen. Mhm. Und ich habe Ausweichen und ich habe noch die Sonderfähigkeit defensiver Stil, weil dieser Charakter extrem auf Parade geskillt war ursprünglich, was mir einen Bonus auf Ausweichen gibt. Ich weiß zwar nicht, was für ein Bonus, aber es gibt einen Bonus. Mhm. Das heißt, ich habe Geschicklichkeit durch 2 wäre bei mir 5 plus einen Bonus zum Ausweichen. Mhm. Das heißt, wir würfeln mal, ich würde sagen, auf die 8 oder so. Ich notiere bitte. Ich weiß nicht, wo der Würfel hin ist, aber er zeigt eine 16. Da ist er hin. Mist. Okay, und kostet Ausdauer auch. Mhm. Der Goblin dafür mit seiner 11 landet tatsächlich ein Treffer bei dir. Mhm. Wie viel Ausdauer kostet denn Ausweichen? Wenn wir das 5. War das, ne? Hab ich gesagt. Okay. Mist. Also ich mache einen Schritt zur Seite ansonsten, aber ja. Oh Mist. Ist dir ja nicht gelungen, das Ausweichen. Ach so, okay, ich dachte, der Angriff wäre nicht gelungen. Der Angriff ist gelungen, tatsächlich. Okay, Mist. Das sind 5 Trefferpunkte. Denk dran, zu schauen, ob du Rüstung trägst. Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Ich kann es irgendwie nirgendwo nachvollziehen. Dann habe ich das wohl auch nicht getan. Mhm. Ich glaube, sie hatte mal eine Lederrüstung in irgendeiner Form, aber... Wir können davon ausgehen, dass du einen Rüstungspunkt dann hast. Okay. Das heißt, du nimmst 4 Trefferpunkte Schaden. Ja. Der Goblin zischt dich an. Und dann greift er sich eine Handvoll mit kleinen Steinchen und Staub und versucht, sie dir ins Gesicht zu werfen. Ich glaube, er mag dich nicht. Aber da kannst du dich wegducken tatsächlich und es landet nur etwas Dreck in deinen Haaren. Ich mag ihn auch nicht. Klettert über die Mauer, das ist der schon deutlich verletzter ist. Und fällt erstmal lang hin. Aha. Ein Glück. Schön. Der Fernkampfgoblin schießt auf Nuria, sag ich. Das ist übrigens der Labcharakter, den ihr sehr lange gespielt hat, deswegen identifiziere ich sie häufig als Nuria in Rollenspielsituationen. Er schießt auf Nicht-Nuria. Nimm den Stein neben mir. Schieß auf den Stein. Ach, verdammt, nie hören die auf mich. 7 Trefferpunkte. Da muss er gleich so gut treffen. Na gut. Ich habe zum Glück auch ein bisschen Rüstung, aber wehtun tut's trotzdem. Dann kommt sein Kollege um die Ecke gestürmt mit einem lauten Kreischen und versucht ihr mit seinen Messern zu Leibe zu rücken, der jetzt seine Chance gekommen sieht. Und deine passive Parade ist wahrscheinlich nicht hoch genug, um das auszugleichen. Doppel 2 oder so? Das hat, glaube ich, nie jemand besonders viel Parade. Das oder? Sind nochmal 7 diesen Trefferpunkte. Dem. Schön. Ach, naja. Ihr kommt mich dann einfach retten. Levia muss einiges einstecken. Die Goblins unterhalten sich mit lautem Bellen, das hin und her kommt, und gurgelnden Lauten in ihrer Sprache. Offensichtlich, um sich über den Lauf des Kampfes auszutauschen. Der vor Nuria steht, hat eine unglaubliche Fahne, die nach Borons Wein. Gleich so hartes Zeug. Sie scheinen sich schon länger hier aufzuhalten. Möglicherweise. Und Diebe. Naja. Jetzt darf ich ihn aber zurückhauen, oder? Du hattest diese Runde schon gehandelt.
Waren wir jetzt noch in dieser Runde? Oh. Wir sind noch in dieser Runde. Die Goblins sind als letzte drin. Ja. Das heißt, wir fangen wieder mit Fianon an. Gut. Eine Goblin, der gerade vor mir die Band runtergestolpert und der andere hat versucht, mir Dreck in die Haare zu werfen. Deswegen duckt sie sich unter dem Dreck weg und versucht ihn dann direkt wieder mit ihren Schwertern in die Weichteile zu treffen. Und, in die Weichteile gleich. Genau. Ja, sie hat Dreck in den Haaren. Hallo? Ich bin richtig sauer. Ich habe zu meinem Bedauern eine 19 für dich gewürfelt. Ich wollte gerade sagen, ich würde auch gerne mal gezielten Stich einsetzen. Das macht das Ganze noch schwerer. Würde aber dann einen Schicksalspunkt einsetzen, um zu versuchen, das durchzusetzen. 13? Um wie viel ist die Attacke erschwert? Nee, 2. Das schaffe ich leider nicht. 3, ja. Okay, nee, dann schaffe ich es leider nicht. Dann bin ich zu abgelenkt gewesen von dem ganzen Dreckgewerfe hier. Amaldo. Kann ich mich noch bewegen? Du kannst dich noch bewegen, ja. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, mich irgendwie wegzubewegen. Eigentlich ist es ja ganz schlau, hier gegen diesen Goblin zu kämpfen. Ja, nee, ich glaube, ich bleib da mal, wo ich bin, weil jemand muss den ja ablenken. Okay. Okay, für meine Aktion, also ich habe die Sonderfertigkeit Umgebung nutzen. Mhm. Also diese Goblin, der schlägt gegen der Wand, gell? Also der presst sich an der Wand entlang. Okay. Und du hast vorher beschrieben, wie diese Wand aus so ziemlich loser Steine ausgebaut ist. Ne? Ist ein bisschen. Ist teilweise ohne Mörtel hochgezogen, ja. Also ich würde versuchen, irgendeinen Gegenstand zu nehmen, also vielleicht ein Stein oder keine Ahnung, eine meiner Wurfmessen, um an die Mauer zu werfen, um einen Stein zu losmachen und auf diese Goblin treffen. Ihm entweder dass er bewusstlos sein wird oder Schaden machen oder irgendwas. Mhm. Was muss ich machen? Was hast du denn beim Messerwerfen? Messerwerfen ist 13. Mit einem Krachen, das Messer landet zwischen zwei Steinen, vibriert dort kurz und dann kippt einer der Steine oben herab. Der Goblin schaut noch hoch und wird dann mehr oder weniger direkt ins Gesicht getroffen. Klappt jawohl. In sich zusammen und bleibt einfach reglos liegen. Jetzt, da gebe ich Amaldo ein High Five. Ja. Super Goblin-Steinigung, Amaldo. Yeah. Was macht Amaldo als zweite coole Aktion? Ja, war das jetzt eine Attacke? Das ist die Frage. Nee, das war eine Sonderfertigkeitswerke. Das war ein Nutzen der Umgebung. Ja, ja. Aber ich würde sagen, ich könnte wahrscheinlich die Goblins da oben nicht sehen. Also ich würde wahrscheinlich... Du hörst nur Fionnon dort oben leise fluchen, die Goblins schnattern und das Geräusch von offensichtlich... kämpfenden Person. Wenn du elfisch sprichst, hörst du wahrscheinlich so Sachen wie niederträchtiges, pelziges Gewürm und solche Beleidigungen. Ich würde wahrscheinlich in die Richtung von Livia laufen. Und Amaldo, die Treppe! Die Treppe! Ja, ja, ich gehe schon! Ja, also 10 Schritt darf ich. Dann kommst du auch tatsächlich bis Livia. Ja, würde ich machen. Keine Sorgen, ich bin jetzt da! Haha! Livia, was tust besser. Du? Amaldo taucht neben dir auf, Säbel voraus, Mantel über seinen einen Arm geworfen, elegant. Ja, ich fühle mich natürlich sofort besser, weil Amaldo jetzt hier ist. Und dann versuche ich den mir nahestehendsten Goblin erstmal eins mit dem Säbel mitzugeben. Musst du auch mit der Ist deine 14 ausreichend? Nein. Nein, nein, nein. Auch mit einem Bonus von plus 1 aufgrund von moralischer Unterstützung durch Brillanzwerte? Nein, es ist immer noch nur 10. Ja, dann geht das wohl fehl. Möchtest du in deiner zweiten Aktion dich bewegen oder sonst irgendwas machen? Nö. Ich bin ja eigentlich da, wo ich sein muss. Mhm. Um die Goblins am effektivsten oder nicht effektivsten zu bekämpfen zu können. Deinen Körper zu blocken. Dann bleibt die Frage, was Yanda macht, nachdem er einen High Five, eine hohe 5 getauscht hat. Beziehungsweise im Austausch mit einem Brillanzwerk so eine mittelhohe 5. Ich habe wahrscheinlich gesprungen. Ist an ihm vorbeigesprungen. Ja. Die Low Five quasi.
Im Beta-Schnitt schaut Alexander mich so leicht abschätzend an, aber ich glaube einfach, sein Internet ist eingefroren. Oh. Obwohl, sehr nah dran. Geht es jetzt besser? Ja, glaube schon, ja, oder? Läuft wieder. Ich würde mich Richtung Treppe auch bewegen. Du würdest dich Richtung... Also einmal Richtung Treppe rennen. Ja, also Richtung Livia. Ja. Und Amaldo. Dann kommst du hinter Amaldo an mit einer Bewegung. Willst du mit deiner zweiten Aktion noch was machen? Ich würde mich mal wieder mit einem Angriff probieren auf die 6. Sozusagen an den beiden vorbei, Richtung Goblin-Fuchtel. Ja, wenn es klappt, wäre super. Klappt nicht. Aber schön. Naja, dann gebe ich ab. Goblins sind dran. Hoffentlich nicht den Löffel, aber ich gebe ab. Der hier versucht sich erneut daran, knurrend und mit seinen und Zähne fletschend. Ich möchte mir nochmal versuchen auszuweichen, wenn das irgendwie... Ist nicht nötig, sein Schlag geht fehl. Der andere macht diese Runde nichts, außer aufzustehen. Und etwas desorientiert sich wieder dir zuzuwenden. Der hier flucht, versucht einen besseren Winkel zu finden, bewegt sich zur Seite und versucht dann auf Amaldo zu schießen, da Livia direkt hinter seinem Kollegen steht. Offensichtlich wollen sie sich nicht gegenseitig umbringen. Mit einer 7 schafft ihr das sogar. Oh, immer auf Livia. Nee, das ist jetzt auf Amaldo. Ah, okay, gut. Ich dachte gerade schon, wir müssen Sorgen machen um unseren Fixgewaltigen. Nee, da merkst du halt einfach nur, dass es nicht der Kämpfercharakter ist. Ja, bevor wir die Regeln geändert haben, war die ja als Streunerin mal gebaut. Da hatte sie tatsächlich. Da mehr konnte sie ein bisschen besser kämpfen. Ja, aber. Ja, weil die Gewalten weniger Attack und Parade haben, deswegen. 6 Trefferpunkte gegen Amaldo. Okay. Oha. Ich nehme an, ich habe eine Lederrüstung gehabt irgendwann. Also, ich glaube, wir haben dir irgendwie 2 Rüstungspunkte zugestanden. Ja, ich glaube, Amaldo hatte 2. Ja, ein bisschen besser gerüstet, wenn ich mich erinnere. Wenn nicht sogar 3 auch, also. Nee, 3 wäre schon wirklich heftige Rüstung, ja? Nach dem Regelwerk. 2 ist, glaube ich, elegant gefüttertes Wams mit etwas Kettengeflecht und dergleichen, also geschmackvoll. Mhm. Okay, also das wäre jetzt, wie viele Treffenspunkte? Es waren 6, dann werden 2 von deiner 2 Rüstung abgezogen, 4 Trefferpunkte, die du tatsächlich nimmst. Okay, alles gut. Und der vor Livia messert herum und wieder erfolgreich. 5 Trefferpunkte. Ja. Wie geht's, Livia? Och, ich hab noch 16 Lebenspunkte, das geht noch. Noch ein paar. Ist ja nur die Hälfte schon weg, das passt. Fianon. Okay, jetzt sehe ich mich mit 2 Goblins konfrontiert. Und alle deine Freunde sind in die andere Richtung davon gelaufen. Ja, ich werde trotzdem versuchen, weiter hier zu kämpfen, da sie ein bisschen kämpferischer ausgerichtet ist und versuche nochmal den Goblin vor mir mit meinen Schwertern zu erwischen. Diesmal aber ganz normal. Also auf eine 13, bitte. Mit einer 10 hast du dann auch getroffen? Yes. Was macht ein Schwert nochmal? In der Regel plus 3 in dem Bereich. Also alles, ja. Also ein einhandischer Hiebwaffe ist 1d6 plus 3. Also genauso wie ein... Das heißt, du fügst ihm 8 Trefferpunkte zu. Das ist tatsächlich jetzt schon ein tiefer Stich in seine Seite. Aha. Er dreht sich weg, seinen Pelz und auch die anderen Pelze, die er darüber trägt, fangen davon durchaus etwas ab, aber du siehst, dass relativ schnell Blut raussickert und den Pelz verklebt. Sehr gut. Dann bleibe ich, wo ich bin, um die beiden abzuhalten, davon meine Freunde zu befolgen. Mhm. Amaldo. Ja, ich werde versuchen, auch ins Kampf zu gehen, um diese Typ vor Livia ein bisschen killen. Guter Plan. Das ist auch ein sauberer Treffer. Oh, ja. Schön. Ja, du landest einen Säbelhieb, der einmal seinen Kiefer abwärts geht. Aua. Er stolpert zurück. Seine Augen sind sehr groß. Stößt er immens heftig auf dafür, dass er eine relativ kleine Gestalt ist. Und lallt etwas. Etwas Beleidigendes vermutlich. Mit deiner zweiten Aktion möchtest du was machen?
Ja, dass Livia schon ein bisschen bewundert ist, würde ich schmutzige Tricks benutzen. Also ich wirft irgendwas in sein Gesicht. Ich stelle mich vor, vielleicht benutze ich meine Mantel. Ich stecke es einfach über seinen Kopf und verliert seine nächste Attacke. Das kostet Ausdauer. Sagen wir, dass jede Fähigkeit 5 Ausdauer kostet, oder? Wir können es erstmal so handeln, bevor wir es nachschlagen. Ja. Lieber schnell abhandeln, als dass wir jetzt hängen bleiben und blättern. Gut, okay. Amaldo vor und wirft das, wofür so ein eleganter Schultermantel ja auch gedacht ist, den Mantel in das Gesicht des Goblins, der anfängt mit seinen Händen, eine davon mit dem Messer in der Hand, in dem Mantel herumzuzerren. Der ist auf jeden Fall für einen Moment ausgeschaltet. Livia, vor dir steht ein für den Moment hilflos gemachter Goblin. Sehr gut. Ich habe ja keine komischen moralischen Skrupel wie so Rondra-Geweihte oder so. Ich finde, das ist schön hinterhältig und deswegen würde ich auch nochmal versuchen, ihn zu treffen. Ja. Oh, wie schön, eine 1. Fex gefällt das. Hey. Ja, Fex ist mit Amaldo und mir. Definitiv. Ja, du stichst zu und schaffst es tatsächlich sogar zwischen den Falten des Mantels durchzustechen, nämlich Amaldos Bekleidung kaputt zu machen. Du triffst dahinter etwas, was leise knirscht und dann etwas weich nachgibt. Ziehst das Schwert mit deiner Drehung wieder heraus und der Goblin sinkt in diesem Mantel in sich zusammen. Der anfängt, einen dunkelroten Fleck zu entwickeln. Oh nein, ob das wieder rausgeht. Mit kaltem Wasser, Amaldo, mit kaltem Wasser. Das haben mich meine Eltern immer gelehrt. Nicht mit warmem daran gehen. Das wirft Yanda ein und dann tut er was mit seinem. Obwohl, wir haben ja noch eine zweite Aktion von Levi, ja, wenn sie sich bewegen will. Ja. Gibt es da eigentlich, also Levi hat ja auch diese freundliche Sonderfertigkeit, dass sie die Umgebung mit einbeziehen kann. Was ist denn da, was man vielleicht benutzen könnte? Steine aktuell vor allem. Steine aktuell. Ja, vielleicht kann man dem ja so ein paar Steine irgendwie vor die Hufe kullern oder so, damit der irgendwie stolpert das nächste Mal, wenn er versucht, irgendjemanden anzugreifen. Du trittst ein paar Steine in seine Richtung. Ja. Nicht sehr erfolgreich allerdings. Ja, ich weiß, ich bin mit allem erfolgreich, was ich tue. Oh Yanda, du gibst rasch dem Brillanzwerk ein paar Tipps, wie er das Blut aus seinem Mantel bekommt und dann tust du was? Kannst du nochmal auf die Karte, also ich kann, steht an mir noch ein Goblin? Ich kann es an dir Karte nicht, nein. Nicht sehen. Also hier, Moment, ich stell mal auf eine. Ja, super. Perfekt, das Levia, müsste doch mit meiner. Amaldo, du Goblin. Wenn ich so die Kacheln zähle bis zum Goblin, müsste ich mit 7 Schritt hinkommen, oder? Fragezeichen. Korrekt. Du kommst bis zum Goblin. Und dann kannst du ihn Magier bin ich mal ein mutiger, weicher Magier und attackiere mal. Ganz butterweich mit meinem Fluch. Mit einer butterweichen 20? Nee, das mag ich nicht. Ich setze einen Schicksalspunkt ein. Bitte. Oh, mit der 2 sieht das doch viel besser aus. da es aber nur ein Florettchen ist, macht es auch nur ein W+2. Du stichst damit aber bemerkenswert elegant und zielsicher zu. Und die 6 ist meine? Ja. Und er ist ja tatsächlich schon verletzt worden. Das heißt, er geht jetzt tatsächlich halb in die Knie. Wow! Schiebt seinen Kiefer vor. Und fängt an, sich langsam von dir wegzubewegen. Vorsichtig. Das ist ja mit dem Pfeil im Oberschenkel, ne? Ja. Also der kommt ja nicht weit. Ja. Der zieht sich zurück? Ja. Mhm. Vor dir? Ein ordentlich guter Goblin ist ein guter Goblin. Amaldo, hast du das gesehen? Ja. Sei doch mal beeindruckt. Ziemlich. So, ich mache jetzt die beiden Goblins, die Fëanor angreifen, in einem Aufwasch. Das ist einmal eine 19 und einmal eine 16, die gehen beide fehl. Aha. Und der hier dreht sich um und rennt. War weg. Na, der Bambleschner! Und spät auf der anderen Seite die Mauer runter, ob man dort gut entkommen kann.
Der etwas gewiefter wirkende Goblin, der sich mit Fionnon gerade einen Kampf leistet, sieht, dass der abhaut und bellt noch etwas wütend hinter ihm her. Interpretiert das als, du Feigling, komm zurück. Feiges Stück. Neue Runde, Fionnon. Haha. Ich weiß nicht, ob sie das gesehen hat, dass da einer flieht, aber sie würde wahrscheinlich lachen, weil sie ausweicht. Und die Action eigentlich, glaube ich, ziemlich gut findet. Das gleiche wie bisher. Ich steche auf den Goblin ein. Wieder mit einer 13. Eine 16. Mist. Meine ganzen Fähigkeiten sind leider nicht so coole Umgebungsfähigkeiten, deswegen, ich kann auch nicht zweimal angreifen. Ich würde vielleicht versuchen, auf einen von diesen Felsen hochzuklettern. Beim nächsten Mal, also erstens, um ein bisschen von dem Goblin wegzukommen, wenn der versucht, mich anzugreifen, und um zu versuchen, das nächste Mal quasi den Stein zu nutzen, um dann akrobatisch auf ihn drauf zu springen oder sonstige Tätigkeiten. Fürs Klettern hast du leider eine 20 gewürfelt. Oh, das ist aber echt mies. Das ist dann wohl so. Ich will meine Schicksalspunkte jetzt nicht alle direkt in diesem einen Kampf raushauen. Fionnon versucht hochzuklettern, aber einer von den schlecht verarbeiteten Steinen in der Mauer und ihrer Basis bröckelt weg. Sie rutscht aus und landet auf den Knien und muss sich mit einer Hand abstützen. Das sieht immer noch elegant aus dafür, dass es eigentlich relativ peinlich ist. Ja, Maldo. Ich weiß, dass in diese Tabletop-Simulator bin ich auf die Steine. Das ist wahrscheinlich nicht so. Du stehst tatsächlich eigentlich hier oben auf der Treppe. Das ist nur so ein relativ hoher Schritt, um auf die Felsen draufzukommen. Ja, ich würde gerne das machen und in die Richtung von die so laufen, wenn ich da entkomme. Mit 10 Schritt sieht so aus. Mit 10 Schritt kommst du tatsächlich an sie ran, ja. Ja, dann, ist eine von die verwundet schon? Ja, beide sind verwundet tatsächlich. Na gut, dann Einer hat einen Pfeiltreffer abbekommen und einem hat Fionnon das Bein aufgeschlitzt und dann einen Treffer in die Seite gesetzt. Also. Okay, dann gehe ich an ihm ab und suche mit meiner Säbel, ihn zu töten. Normaler Angriff einfach, ja. 15. 14. Sauber. W6 plus 3. Sehr schön. Du setzt tatsächlich einen sauberen Treffer und er schaut jetzt dich an und nickt fast respektvoll. Die Ketten, die er um den Hals trägt, aus Zähnen und Knochen klappern dabei leise, während er einmal mit dem Handgelenk lose das Schwert bewegt und bereit macht für einen Angriff gegen dich. Sein Kumpan neben ihm wirkt deutlich nervöser und schaut hin und her, sieht unten einen Freund von ihm bewusstlos oder tot liegen und wie der andere weggelaufen ist und macht so einen halben Schritt nach hinten. Livia. Da ja der einzige Goblin, der quasi bei mir noch so rumhängt, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi gerade weghumpelt. Also der ist schon ein gutes Stück weg, ja. Ja, aber ich nutze halt einmal eine Aktion, um die Waffe zu wechseln. Und versuche ihm dann noch so im Fliehen und Fall in den Rücken zu jagen. Damit er nicht irgendwie noch Verstärkung ruft oder so. Das gelingt dir. Juhu! Er sackt, er war gerade dabei, die Mauer hochzuklettern und sackt jetzt über ihr zusammen mit dem. Ihr kennt ja das alte Sprichwort: Goblins, erschlägst du einen, kommen 1000 zur Beerdigung. Und das wollen wir doch vermeiden. Yanda, du beobachtest, wie Livia ziemlich kaltblütig dem Goblin in den Rücken schießt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich es auch mal schaffe, was zu treffen. Tust was? Ich habe überlegt, da wo das Geländer ist, also da wo Amaldo steht da hinten, da sind ja drei Goblins, die ihn umringen. Das sind zwei. Der dritte Goblin ist vier nur. So, ja. Kann ich denn von dem Geländer aus die erreichen? Also sprich, muss ich auf diese Steinformation gehen? Nein, oder du kannst kann ich die ausreichend, wenn du auf den Zehenspitzen stehst, über das Geländer schauen. Schauen nicht nur, aber auch attackieren. Ja, aber erschwert.
Ja, super, dann treffe ich ja gar nicht mehr. Aber das scheint mir sicherer als dann, ja, weil die werden mich ja auch nur erschwert dann attackieren können. Korrekt. Ja? Dann mache also ich das so. Du kannst hier auf einen Stein, den bin ich entfernt, da drauf treten und von oben. Ja, mache ich mal. Mit langem Arm zustechen. Das sind wieder die 22er, die will ich gar nicht. Winkt dann da so eine Hand mit so einem Stab über dem. Genau. Ja. Ja. Eine 6. Das wäre normalerweise Treffer, richtig? Oh. Ach, Mairi, reib's mir doch nochmal unter die Nase. Ach, Mann. Okay, dafür, dass die Vorstellung sehr schön ist, gebe ich dir den Bonus. Du hast getroffen. Oh, das ist schön. Weil es einfach eine unterhaltsame Vision ist, wie der Magier. Ja. Ein Lied plus zwei. Du stichst dem Goblin-Anführer in den Rücken, der ein lautes Kreischen von sich gibt, ein höchst empörtes, und Amaldo anschaut, fast mit einem geht's noch? Echt? Was für ein unfairer Kampf. Absolut unritterlich. Großartig, ich find's großartig. Dieser Goblin dreht sich um und hastet eilig über die Steine hinweg davon und was, der geht auch teilacken? Und stolpert hier einmal ordentlich, kommt aber wankend wieder auf die Füße. Es ist nur noch der Anführer da, der schwer atmend euch anschaut, bisschen schaumiges Blut steht ihm rings um die Zähne. Sich dann aufrichtet. Und knapp an Amaldo vorbeisticht. Fianon. Du stehst wieder auf und... Okay. Ich stehe wieder auf und mit erneuter Tapferkeit, jetzt wo meine Kumpanen mich hier unterstützen, versuche ich nochmal mit dem Schwert in den Hals am besten direkt. Mhm. Ein 13 wäre das wieder. 14. Ach, das ist doch, das gibt's doch nicht. Amaldo? Ja, einfach attackieren. Eine 2. Ja, das trifft, ja. Du stichst einmal zu, wischst dann den Säbel ab, während der Goblin gurgelnd in die Knie geht und dann mit dem Gesicht nach unten liegen bleibt. Fianon nickt ein wenig dankbar, während sie versucht, sich den ganzen Dreck aus den Haaren irgendwie rauszuwischen. Und, was machen wir über diese letzte Goblin? Und ich, guck in die Richtung von die. Klettert. Versucht eilig hier runter zu klettern. Also, wenn jemand schnell einen Pfeil schießen will, dann dürfen die, aber. Ich weiß nicht, ob der in Reichweite von. Wenn wir wieder dran sind, würde ich meinen Langbogen aufheben und es nochmal probieren. Nein, der Pfeil geht fehl. Da, ist. Na gut, dann ist er weg. Nein, der holt Verstärkung. Dürft ihr dich entkommen lassen? Der sah nicht so aus, als würde der Verstärkung. Der sah eher so aus, als würde er sich in irgendeinem Loch verkriechen wollen. Aber das ist jetzt nur meine erste Einschätzung der Lage. Na gut, aber Livia könnte Recht haben. Also wir müssen nicht so lang hier bleiben. Nein, wir haben ja auch ein konkretes Ziel. Und wir sollten versuchen, was zu finden, was wir suchen. Ja. Sie ist doch der nächste Hinweis, der uns weiterhilft, wer hier irgendwo. Wir wissen zwar nicht, wie er aussehen soll, aber mit Glück haben ihn die Goblins oder wer auch immer noch nicht gefunden. Richtig. Hoffe ich jedenfalls. Richtig. Aber am Anfang, wir wollten in diese kleine Gebäude erstmal gucken, ob irgendwas da gibt. Sollen wir das schnell machen, bevor wir in die Hauptgebäude eintreten? Ich bin eigentlich voll dafür, aber könnte jemand sich vielleicht mal eine halbe Minute Zeit nehmen, weil ich vor mich hin blute und vielleicht jemand anders auch verletzt ist. Natürlich. Reiß dich doch mal zusammen. Kurz am Fuß der, da wo wir angefangen haben, am Fuß der Treppe kurz mal wieder versammeln und Bestandsaufnahme machen. Also Fianon sammelt ihre Waffen ein und klettert langsam da wieder runter und da könnten wir uns ja kurz mal sammeln und schauen, wie wir aussehen und so. Ja. Also ich fühle mich heute ausnahmsweise einmal halbwegs gesund. Also ich weiß nicht, gute aventurische Luft. Wie der Magier so auf Heilung und so geskillt ist, ich hätte zur Not auch einen Balsam seiner Wunde dabei. Auf Heilung bin ich so ganz ungeskillt.
Das heißt, ich könnte auch tatsächlich mal versuchen, Livia zu heilen damit. Ja. Ja. Okay, dann würde ich mal zu dir rüberkommen und mir mal deine Wunden anschauen. Das ist Attacke magisch plus, was ich in Heilung habe. Was habe ich denn in Heilung? Ich habe in Heilung immerhin 1 und Atmak ist bei mir 6. Also eine tolle 7 ist das. 17. Oh. Fast. Fast. 7 kam immerhin drin vor. Lohnt es sich fürs Heilen da einen Schicksalspunkt auszugeben oder hat das einfach nicht geklappt? Das überlege ich mir jetzt. Das musst du entscheiden. Iris kann dich ja mit großen Augen anschauen, wenn sie es sehr dringend. Ich könnte es ja auch erfahren. Also ich fürchte, das Problem ist, dass die beste Heilkundlerin der Truppe irgendwie Livia ist. Ich weiß nicht, inwieweit wie sie selber irgendwo einen Verband noch anlegen kann. Oder ob das jetzt erschwert ist, weil die ja doch ziemlich angeschlagen ist. Also ich habe es versucht, aber irgendwie bin ich zu... Sie singt leise und beruhigend, aber es hilft nicht wirklich, außer dass du dich etwas entspannter fühlst nach dem anstrengenden Kampf. Aber die Schmerzen bleiben. Würde sie wahrscheinlich selber versuchen, zumindest irgendwie so, ja, die Wunden so zu versorgen, dass sie jetzt nicht morgen rauseitern, weißt du, wie ich meine? Verdammter Würfel. 12. 18. Ja, also irgendwie heute ist. Ja, da mache ich aber jetzt wirklich meinen Schicksalspunkt für. Ich möchte gern nicht an den Wundbrand in der gelbsicheligen Wildnis erleiden. Das wäre irgendwie. 13. So. Und auch noch an dem Selbstverursachten. Was? Den habe ich nicht selber verursacht. Das waren immer noch Goblins. Nein, aber durch die verhauene Probe. Mach's besser, Magier. Mach's besser. Magier können immer nur gut schwätzen, das weißt du doch. Ehrlich, was wollt ihr denn, mal irgendjemand wollt ihr denn machen, ihr Leute, die keine Heilung? Erstmal die kleine Gebäude bekommen. Ja, da kurz mal einen Blick reinwerfen. Fianon bewegt sich dahin. Das ist tatsächlich ein Schlafraum und hier findest du auch noch ein paar mehr Leichen. Menschliche oder auch goblinische? Menschliche, keine Goblins. Oh je. Leute in den einfachen schwarzen Wollruben von Boron, Akoluten und Geweihten, die teils im Bett ermordet worden sind. Das Ganze durchwühlt, Essensreste hin und her geworfen. Jemand ist mehrfach durch eine Blutlache gelaufen und hat Fußabdrücke damit hinterlassen. Und ein Nachttopf ist zerschossen worden von einem Pfeil, der fehlging. Okay. Wir haben, glaube ich, einen Hinweis bekommen, nach was wir hier suchen sollen, oder? Also, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, war das... Das hieß ja auch, dass es erstaunlich taktisch klug vorgehende Goblins waren. Ja, wann auch immer Boron gewaltig schlafen. Sie scheinen einem klaren Plan gefolgt zu sein, ja. Ja, das erscheint mir reichlich koordiniert für Goblins. Ja. Ich sehe jedenfalls nichts außer Betten. Ich würde vielleicht... Was, Jeff, den ihr ja draußen habt stehen lassen? Mal schauen, ob seine Miniatur ist auch irgendwohin verschwunden. Kommt. Stimmt, wir könnten mal langsam mit zögerlichen Schritten, nachdem der Kampfeslam verstummt ist, durch das Tor herein... kniet sich neben den toten Geweihten und fängt an, leise Gebete zu murmeln. Ja. Ich würde wahrscheinlich in diese kleine Gebäude gehen und ja, gucken vielleicht, ob irgendwas so, ich nehme an, dass diese Menschen hier war ja nicht sehr reich und hatte nicht so viele nicht so viele wertvolle Sachen, aber ich will gucken, ob irgendwas nützlich in diesem Gebäude ist. Waffen oder... Das sind vor allen Dingen Vorräte. Also... Ja. Also nichts. Nein. Okay. Ich will schnell versuchen, ob Brot in Wachspapier eingeschlagen, trockener Käse, solche Dinge. Vielleicht gibt es eine Geheimtür oder eine Klapptür vielleicht. Du suchst? No. Wo ist denn mein W20 hin?
Ich hole mir einen neuen. Es ist wie am Spieltisch, ne? Dafür legt man auch ständig Würfel in der Szenerie irgendwo. Ja. Du findest tatsächlich nichts. Okay. Nur ja. Ein paar Ritzen in den Mauern, durch die der kühle Wind pfeift. Okay. Ich glaube, hier ist nichts außer ein paar arme menschliche Leichen. Wir sollen wahrscheinlich schnell in die, was heißt, eine Kapelle? In den Tempel, den eigentlichen. Das Hauptgebäude gehen. Ja. Ist ein Kloster, oder? Mhm. Ja. Wer geht voran? Ich wahrscheinlich. Ich gerne. Also, so mit Schwertern voraus. Ich halte mich gerne dezent im Hintergrund. Lydia, du bleibst nach hinten, ja? Du gehst hinein und findest darin einen kargen, aber würdevoll eingerichteten Raum. An der Wand hängt ein Bohrensrad und rechts und links davon die kopfüber aufgehängten Leichen von vier weiteren Priestern, die in die Kehlen aufgeschnitten worden sind und die herausgeblutet sind. Darunter umgekippt und ausgeleert Töpfe und Behältnisse mit Bohrenwein. Amal, es oder riecht hier nach Urin in den Ecken. Hier muss man ja sagen, das sind ja nicht einfach nur plündernde Goblins gewesen, sondern die haben ja wirklich versucht, diesen Tempel, wo es nur geht, auch zu schänden. Also hier liegt ja auch gleichzeitig eine Entweihung vor und nicht nur einfach dumme Brandschatzerei, wie man es sonst von den Rotpelzigen hier kennt. Würdest du meinen, woraus liest du, dass der es jetzt direkt entweiht ist? Und an einer Stelle, das fällt Amaldo auch auf, ohne zu würfeln, haben sie versucht, Bodenplatten hochzustemmen. Die Priester an den Füßen irgendwo an der Decke aufzuhängen und ausbluten zu lassen, ist ja mehr als nur die übliche Barbarei der Goblins. Das ist ja schon ein Zeichen. Ja, nein, das ist völlig klar, aber es ist ein normalerweise schafft man es nicht, einen Boron-Tempel zu entweihen, indem man da einfach Leute umbringt, weil es ist ja ein Boron-Tempel. Es stinkt hier. Nett ist es nicht. Haben sich hier an jeder Ecke widerlich zugange gemacht und haben sich betrunken und. Ja, aber guck mal, ist doch eindeutig. Offensichtlich waren die Goblins auch hier, um vermutlich zu suchen, was wir auch suchen. Ziemlich sicher. Darauf schließen lässt, dass sie doch hier nicht aus eigenem Antrieb gehandelt haben, sondern wahrscheinlich einen Auftraggeber hatten, den wir jetzt noch nicht gesehen haben, aber wir hatten ja schon mal. Und man kann sagen, der Auftraggeber hat in der Eile auch nichts Besseres gefunden als die Goblins. Naja. Wir sind auch in einem ziemlich wilden Tal von. Ja, eben. Die Gegend ist nicht massiv bevölkert. Und können wir uns diese Bodenplatten mal genauer anschauen, die ja hochgestimmt haben? Ist da irgendwas drunter oder warum haben die sieht man irgendein Anzeichen, warum sie ausgerechnet dort das versucht haben? Sie haben da mit grobem Gerät, teilweise entführten Küchengeräten, angefangen, die hochzustemmen, also drunter zu schieben und dann mit Gewalt zu hebeln. Und du kannst tatsächlich darunter ausmachen, dass dort Metall hervorschimmert. Mit Geschick und Gewalt oder einer Mischung von beidem könnte man sicherlich die hochhebeln und ausfindig machen, was darunter versteckt ist. Also ich bin nicht besonders stark, aber ich bin relativ geschickt. Hat jemand eine Blecheisen dabei? Zufällig? Nein. Wir haben noch diesen unzerbrechbaren Magierstab. Den könnten wir dir nicht als Hebel nehmen. Stimmt. Ja. Oh. Ich dachte, das wäre ein Scherz, aber... Nein, das ist ein Scherz. Es ist sehr praktisch, ja, können wir machen. Wozu braucht man Brechstangen? Gut. Wenn man einen Zauberstab hat, ne? Der Zauberstab wird spontan als Brechstange verwendet. Wer möchte sich ans Hebeln machen? Why not? Also, Magierstäbe, entdecke die Möglichkeiten. Ja. Wir erzählen es auch niemandem, Janne. Ach komm. Und wir alle versuchen, das zu benutzen. Ihr könnt euch Amaldo ja dabei auch tatsächlich Zeit lassen. Das heißt, Amaldo... Ja. Stimmt. Ich möchte nicht, dass das in irgendwelchen deiner Lieder vorkommt, Amaldo. Was meinst du vom Lieder? Er hebelt Steinplatten beiseite, stemmt sie hoch, dann die Schulter dagegen und kippt sie in ihre Richtung um. Und darunter kommt eine große, verzierte Metallplatte, Bronze oder Messing zum Vorschein, mit eingelegten Boronsrädern, die offensichtlich dazu gedacht ist, einen Abgang in die Tiefe
freizugeben. Scheint, als hätten wir die Goblins gerade im rechten Moment unterbrochen. Ein Geheimgang sozusagen. Und an dieser Stelle würde ich diese Session beenden und für uns alle eine kurze Pause anberaumen. Für unsere Mitspieler wahrscheinlich nur ein paar Minuten, für unsere Zuschauer möglicherweise etwas länger. Aber in beiderlei Hinsicht bis gleich und oder bald. Tschüss.